Nein. Ja? Echt? Ja? Bitte spieß uns nicht auf. Okay, hallo. Siehst du's? Was machst du da? Hi Leute und einen wunderschönen guten Morgen. Zu Tag 2 wünschen wir euch. Oder es an Tag 2. Ja, noch sehr früh, denn hier ist ja eine Stunde später sozusagen als in Deutschland. In Deutschland ist jetzt gerade 8.30 Uhr, hier ist es jetzt 9.30 Uhr. Die zweite Aktivität steht an, Hella. Oh Mann, mich regt so auf, dass wir nicht normale, frische Klamotten anziehen können. Oh. Wir malen immer noch die Sachen von gestern an. Oh, ich hoffe einfach, die Cover kommen heute noch. Du brauchst auf jeden Fall noch so einen Anzug hier, finde ich. Wir gehen da jetzt mal schnell hin, denn wir werden heute als erstes Skifahren. Nein. Ja? Echt? Ja, Cross-Country-Ski. Nicht auf den Pisten, sondern außerhalb der Pisten. Das habe ich noch nie gemacht. Ich werde halt sterben. Und Leute, ihr glaubt es nicht, ich habe mir dafür extra eine 360-Grad-GoPro noch zugelegt. Und wo ist sie jetzt? Im Koffer. Dieses Video ist halt zu schlimm. Kriegen wir denn da auch einen Helm oder so? Ja, safe, oder? Keine Ahnung. Oh mein Gott, wie cool er war. Also, aber wehe, die sind so schnell. Wehe, das ist so ein fortgeschrittenes Team oder so. Keine Ahnung, Hella. Das ist eh nur 2 Stunden oder so und dann kommen wir wieder. Aber es ist tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen heller draußen. Also auch wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Es ist, oder die Sonne geht ja generell nicht auf, aber man sieht schon viel mehr. Wir können euch gleich mal die Winterlandschaft hier im Hellen zeigen. Deswegen, ich schlüpfe mal schnell in meine Boots hier rein. Ich ziehe jetzt doch meinen normalen Skianzug an, weil beim Skifahren wird einem ja eh warm und dann kann man auch die normalen Sachen anziehen. Ja, dann hopp. Wir sind schon spät dran. Und das ziehe ich noch drunter. Jetzt ist es voll hell geworden. Ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass es überhaupt so hell wird. Also die Sonne ist jetzt nicht richtig da, aber man kann jetzt alles sehen. Ja. Das hier ist auf jeden Fall diese kleine Hüttenlandschaft und das ist Hella in ihrem eigenen Schneeanzug. Das ist der von Lucy. Hella meinte noch gestern im Flugzeug oder im Bus zu mir, es wäre richtig nice, wenn wir halt auch Skifahren gehen würden, weil hier halt Schnee lag. Ja. Und ja, wir gehen Skifahren. Richtig cool, aber ich habe ein bisschen Angst, abseits der Piste oder so, weil sowas habe ich noch nie gemacht. Und Skifahren, ich bin jetzt auch ehrlich gesagt nicht gut und habe Angst. Nein, du bist gut, das wird ja schon. Ja, total gut. Was sind das denn für Skischuhe? Zeig mal. Keine Ahnung, die sehen halt so ganz anders aus. Also es sind schon sehr kuriose Schuhe hier und ich habe das Gefühl, dass wir den Berg hochlaufen müssen mit Skiern. Nice. Also so sehen ja nicht normale Skischuhe aus. Die haben jetzt unsere Skier bekommen, aber irgendwie sieht das so ganz anders aus als normale Skifahren. Die Übersetzung ist Langlauf. Wie Langlauf? Bis zu sehen. Also Leute, es ist halt Langlauf. Nicht das, was wir uns gedacht haben. Wir laufen jetzt hier lang. Ich habe mir sowas ganz anderes vorgestellt, Leute. Aber es ist auch cool. Habe ich auch noch nie gemacht. Und? Ja, es ist aber echt anstrengend. Also ich glaube, ich habe morgen Muskelkater. Er geht richtig ab. Ich bin erstmal hingefallen. Echt? Oh, aber alles gut? Ja, es war überhaupt nicht schlimm, es war richtig dumm, einfach nur. Unangenehm. Ja. Wir sind jetzt ready. Es war richtig anstrengend. Wirklich morgen Muskelkater davon. Man denkt, man läuft nur so ein bisschen über den Schnee und dann kommt das. Also es war halt anstrengend und ich bin halt hingefallen, weil man so voll aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und dann sollte man halt immer so das eine Bein normal stehen lassen und mit dem anderen so sliden. Ja, vor allem sind die Skier so dünn und deswegen ja. Sieht so aus, als wenn man in Slow-Motion Ski fährt. Ja, wirklich. Ganz schlimm eigentlich. Aber es hat Spaß gemacht und das ist die Hauptsache. Es war auf jeden Fall was anderes, als wir erwartet hatten. Ja. Wir sind zurück. Tom, wie fandest du es eigentlich? Also ich fand es auch nice. Es war sehr viel los. Das hat so ein bisschen genervt. Die meinen halt, dass sie noch nicht so viel Schnee haben und deswegen haben die noch nicht so viel Piste. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber das ist so, weißt du, wie beim Skifahren, diese Scheißstrecken, wo man so gerade ist und dann so richtig mit den Stöcken arbeiten muss und so. Es war halt schon anstrengend teilweise. Ja. Ich dachte mir so, meine Arme tun halt weh. Aber Skifahren macht mir mehr Spaß. Jetzt gehen wir Mittagessen und danach steht der nächste Programmpunkt schon an. Reindeer Express. Wir gehen zu Rentieren und machen eine Schlittentour mit Rentieren. Wie cool. Das wollte ich halt die ganze Zeit machen. Das ist echt richtig nice. Ja, es ist jetzt übrigens richtig hell geworden, also noch heller als heute Morgen. Damit hat ja jetzt hier keiner gerechnet. Also wirklich, oder? Aber wir haben eben gelernt, es kommen wirklich im Winter hier noch Tage, wo die Sonne gar nicht mehr aufgeht. Im Sommer gibt es Tage oder viele Tage sogar.
Ja, wo es nur hell ist, da geht die Sonne nicht unter. Das ist sogar nachts so hell wie jetzt. Das ist so komisch. Es ist so crazy. Und im Winter kriegen die teilweise, also höchstens minus 40 Grad. Minus 40 Grad hier im Norden. Kann man sich halt nicht vorstellen, ne? Ah, hier ist es schön warm. Ach ja, herrlich. Ein paar Sekunden später. Reindeer Express, wir kommen. Das ist wirklich das, auf was ich mich am allermeisten gefreut habe, als wir hier hingefahren sind. Und das machen wir jetzt direkt am zweiten Tag. Es ist so cool. Wusstest du, dass wir das machen? Also, ich habe es gehofft, ehrlich gesagt. Okay, es kann jetzt losgehen. Ich finde, das sieht hier einfach aus wie in so einem Märchenwald. Ja, es ist halt wirklich so schön. Er meinte auf jeden Fall, dass Rentiere sehr gechillte Tiere sind, solange man auch selber gechillt ist. Wie mit Pferden. Man kennt's. Ist halt so ein Reiseführer wie Mathis. Leute, das sind einfach schon diese Rentiere vor den Schlitten. Vielleicht ist er ja auch der Weihnachtsmann. Ja, das glaube ich auch. Wie cute sind die halt. What's his name? Rocky Balboa. Rocky Balboa, okay. Perfekt, komm hier. So ein Riesengeweih einfach. Crazy. Oh mein Gott. Tom, ja? Das Rentier gefällt mir am besten, weil das hat sogar so einen rosanen Anzug. Mir gefällt das auch am besten, weil es einfach still steht. Ja, das ist richtig cute, aber das ja auch. Ja. Die anderen ja auch alle. Aber Leute, ganz kurz, ihr müsst euch mal die Hufen anschauen oder wie man das nennt. Oh mein Gott. Hier ist einfach ein Rentier hinter meinem Kopf. Wir sind hier drin und hinter uns liegt einfach ein Rentier. Hallo, aufwachen. Aufwachen. Oh mein Gott, ich hätte es mir echt nicht so geil vorgestellt, oder? Crazy. Ich glaub's nicht. Bitte spieß uns nicht auf. Oh mein Gott. Er ist direkt hinter uns. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Dass wir das Geweih gleich abkriegen, ne? Er schaut mich halt an, er schaut in die Kamera. Tom, glaubst du, wir können dir noch eine rote Nase machen und dann haben wir Rudolf hier? Das ist so crazy. Es ist einfach ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Wir wurden hier zugedeckt und jetzt kann die Schlittentour losgehen. Das ist unser Rentier, was uns sieht. Okay. Der kommt uns sehr nahe. Hey. Hallo, Mia. Oh, wie süß. Wir sind schon ein bisschen durchgefroren, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, das Allerschönste, was ich je gemacht habe. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an. Wie toll er hier einfach mitläuft. Es ist unglaublich. Also, es ist einfach nur crazy. Vor allen Dingen, dass man diese Tiere allgemein schon sieht, ist ja schon krass. Aber dass man da noch so nah dran ist. Also, wir sind ja wirklich 5 cm entfernt. Also, es ist wirklich gar nichts. Die machen das so brav, ne? Die können das so gut. Richtig crazy. Man hat nur ein bisschen Schiss, dass man das Geweih irgendwann doch noch in den Hinterkopf bekommt. Ja, wirklich. Leute, schaut ihn euch an. Er ist so süß. Er kommt halt vor allen Dingen hier auch die ganze Zeit zur Seite. Aber jetzt gerade ist der Weg nicht so gut. Aber sonst kommt er die ganze Zeit von hinten hier einfach so hin und steht so neben mir. Ich denke so, okay, hallo. Was machen wir jetzt, Torben? Es ist wieder heiße Getränke, bestimmt wieder Berry Juice. Ja, halt echt. In diesem kleinen süßen Häuschen. Es sieht so schön aus, wie so ein kleines Hexenhaus irgendwie. Oder vom Weihnachtsmann, von der Elfe. Ja. Und da geht die nächste Rentiertour gerade. Es war so cool. Das ist einfach so ein Rentiergeweih. Vor allen Dingen, das ist eins. Eins von zwei Geweihen. Oh mein Gott. So hängt das dann. Also von einem männlichen Geweih, ne? Und sie meinte, das hier ist noch nicht mal groß. Wenn die 15, 16 Jahre alt sind, die Rentiere, dann sind die noch größer. Und die fallen einfach jedes Jahr ab. Das heißt. Jedes Jahr. Das heißt. Ja, konnten es auch nicht glauben. Die wachsen jedes Jahr neu. Und dann kann man die halt im Wald finden. Deswegen hatte ein Rentier da auch eben nur ein Geweih, weil die halt im Winter immer abfallen. Und dann kriegen die halt neue. Und die sind so braun, weil die sich die immer an den Bäumen abreiben. Während die wachsen, läuft da halt noch Blut durch und irgendwann hört das halt auf mit dem Blut. Und dann fängt die Haut an zu pellen. Und dann reiben die das so an den Bäumen und deswegen werden die Geweihe braun. Das ist halt so ein Dreck eigentlich. Crazy. Im Gegensatz dazu, das hier, das ist der Frau. Also das ist ein, damit die ihre Babys protecten kann. So und zeig mal, wie groß die Babys sind, Tom. Die Babys wiegen sind mega mini klein. Nur 3 Kilo und sind dann so groß. Aber der Berry Juice war auch wieder gut. Und jetzt geht's zurück. Wir müssen nämlich direkt zur nächsten Aktivität. Wir werden nämlich jetzt lernen, wie man Fotos von den Nordlichtern macht. Wir haben oh mein Gott. Im Ohne Ernst? Nordlichter, aber wir werden es lernen. Wir gehen auf Fototour. Ganz toll. Irgendwann später. Okay,
Wir hatten gerade unseren Fotokurs. Es war sehr interessant. Er hat uns auf jeden Fall erzählt, wie man halt die Nordlichter richtig fotografiert mit Kameraeinstellungen und wie man das im Bild positioniert und so. Leider kann man jetzt gerade keine sehen, deswegen konnten wir leider nicht in echt Fotos machen. Aber wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen einfach noch ein einziges Mal wenigstens welche sehen. Und dann wissen wir, wie wir die Fotos machen müssen. Ja, genau. Und jetzt, Tom, möchte ich, dass du mich mit diesem Schlitten ziehst. Ja, ich habe schon gemerkt. Setz dich drauf. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh mein Gott, nicht so schnell um die Kurven oder so. Oh mein Gott, das ist so cool. Tom, sogar besser als mit den Rentieren, den Schmerz. Nee, die Rentiere waren besser als du. Die Handschuhe passen gar nicht zu diesem ganzen Outfit, aber egal. Oh okay. Nein, du Arme, meine Hände frieren einfach ab. Das ist so geil. Okay, auf die Plätze, fertig. Los. Achtung, nicht, dass ich hier runterfalle. Oh, ich kann halt nicht mehr, das ist so cool, weiter. Weiter. Es ist so anstrengend. Es schneit halt auch noch so schön. Oh mein Gott, hallo? Oh mein Gott, Tom, das geht nicht. Das geht nicht. Tom, schwitzt du eigentlich? Ah! Oh mein Gott. Oh, jetzt musst du mich ziehen. Okay, das letzte Stück. Oh, nee, du. Nee, du. Gutes Rentier. Ho, 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 ho. Stopp. Komm, let's ja. go. Wir sind wieder in unserer Butze angekommen und es liegt halt immer neuer Schnee hier. Ja, das ist so, nice. Ist so krass. Übrigens, weißt du, wie ich mich fühle mit diesen Boots? Wie? An wen erinnert dich das? An jemanden, der Snowboard fährt? Nee, mich erinnert das an Kevin allein zu Hause, dieser Nachbar mit der Schneeschippe. Weißt du, der kommt doch immer so. Und dann steht er da mit seiner Schneeschippe so. Und dann sind die Einbrecher ja da und dann... Und haut ihm auf den Kopf. Schnei! Schnei! Ja, ohne Witz, das hat mich die ganze Zeit schon daran erinnert. Es ist halt jeden Abend dieses Aurora-Angucken-Ding. Vielleicht lassen wir es heute einfach einmal ausfallen, weil wir wirklich kaputt sind, müde sind und mal ein bisschen Schlaf nachholen müssen. Und dann machen wir morgen weiter und vielleicht wird es die nächsten Tage ein bisschen weniger bewölkt und dann sieht man das Aurora-Dingsens nochmal. Mit Aurora meine ich natürlich Nordlichter. Hier sagen die irgendwie alle Aurora. Ich glaube, das war der beste Tag mit diesen Rentieren. Ja. Ich weiß nicht, was du jetzt noch besser machen könntest. Ist dein Traum für dich in Erfüllung gegangen? Ja, der Traum von diesem Urlaub ist jetzt schon in Erfüllung gegangen. Das war schon das Allerbeste, es muss nicht mehr besser werden. Dann können wir jetzt wieder abreisen. Dann reisen wir das jetzt war's ab. Dann das war's. Aber wir Nein. haben noch nicht den Weihnachtsmann gefunden. Morgen geht's weiter. Vielleicht finden wir ja noch den Weihnachtsmann. Wir haben auf jeden Fall schon mal seinen Schlitten gefunden. Und die nächsten Tage geht's auf jeden Fall weiter auf den Spuren des Weihnachtsmanns. Und deswegen jetzt erstmal gute Nacht. Kurzer Nachtrag übrigens noch, unser Gepäck ist immer noch nicht angekommen. Wir warten weiter. Eine Ewigkeit später. Leute, es hat gerade einfach hier geklingelt. Also dieses iPad hier hat eben aufgeleuchtet und da stand Aurora Alert. Scheinbar kann man jetzt tatsächlich, obwohl es so bewölkt war, vielleicht sind die Wolken jetzt weggezogen, die Polarlichter sehen. Wir werden uns jetzt ganz, ganz fix fertig machen und rausgehen und hoffen wir mal, dass wir die jetzt sehen. Das wäre so geil. Das wäre so cool jetzt. Dann gehen wir mal raus. Siehst du irgendwas? Es ist wirklich klar gerade. Da! Siehst du es? Ja! Ja! Man sieht's! Ja. Oh mein Gott, Leute! Es ist halt wirklich so ein klarer Himmel auf einmal. Da sieht man den Mond richtig gut. Ja. Aber jetzt sieht man schon diese Polarlichter nicht mehr. Die hat man gerade wirklich nur für 10 Sekunden gesehen und jetzt schon wieder nicht mehr. Aber wenigstens haben wir sie gesehen. Ja. Jetzt können wir sagen, dass wir sie wenigstens einmal gesehen haben. Wir gehen jetzt einfach Abendbrot essen. Ja. Es gibt hier richtig nices Essen, Leute. Salate, Fisch. Alles, was das Herz begehrt. Ein paar Sekunden später. Oh, perfect. Thank you very much. Unser Gepäck ist da. Oh, danke. Danke. Gott sei Dank. Let's go. Let's go. Oh, oh wow. Familiar? Yes. Thank you. Perfect. Thank you very much. Oh, Gott sei Dank. Endlich. Ich dachte schon. Wir kriegen den nie wieder. Gott sei Dank. Lass den einfach sonst mit ins Handgepäck nehmen auf dem Rückflug, ja, oder? Genau. 24 Stunden, nachdem wir angekommen sind, ist der Koffer auch mal da. Aber jetzt ist er wenigstens da und dann kann ich mich morgen auch wieder fertig machen und mir eine frische Unterhose anziehen. Heute Abend nicht, oder was? Ich zieh mir Nein, heute Abend ich auch. Neue an. Ich auch. Ja, ja. Was machst du da? Heller Kehrt hier vor unserer Einfahrt. Ja. Mach mal auf, mir ist kalt. Finally, endlich. Unser Kulturbeutel. Die GoPro. Eine Jogginghose. Ah, oh, geht doch. Perfekt. Okay, Leute, wir machen das Bett fertig und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen. Ciao. Tschüss.